Willkommen zu einem neuen Video. Heute einen Tag mit Paul Ripke. Es ist gerade 6 Uhr morgens. Wir sind in Newport Beach. Wer Paul kennt, weiß, sein Tag ist vollgepackt, geht früh los. Mich interessiert aber vor allen Dingen, wie ist Paul nach Amerika gekommen? Was macht er hier den ganzen Tag? Und wie sieht überhaupt sein Alltag aus? Denn dafür sieht man ja meist nicht so viel. Also, er hat gesagt, 6 Uhr morgens, wir können klingeln. Und dann beginnt der Tag. Mein kalifornischer Traum. Iconic. Es ist erst 8:30. Geht jetzt erst los. Und ich fand mich immer so in coolen Band, bis dann irgend so eine Mom mit einem Surfbrett ihr Kind abgeholt hat. Was lernst du jetzt daraus? Ja, dass ich nie wieder mit dir spiele. Ach. Siehst du denn aus? Kommst du gerade aus dem Bett? Psst, alle schlafen noch. Ach so. Es ist 6 Uhr morgens. Hallo, komm mal. Hast du eine Badehose dabei? Du brauchst eine Badehose. Ja, ich habe eine dabei. Also. Hier war gestern Kindergeburtstag. Verstehe. Hier ist dein Cappuccino, den du bestellt hast. Damit du aufwachst. Komm, zieh dich um, wir gehen schwimmen. Wir gehen schwimmen? Jetzt komm. Wo ist denn dein Schwung? Schwimmst du wirklich jeden Morgen? Nicht jeden, aber dreimal die Woche, ja. Okay. Ich habe nämlich keinen Bock auf Schwimmen, habe ich das Gefühl. Ist das senile Bettflucht, dass du jeden Tag so früh aufstehst? Oder hat das irgendwo ich kommt? Arbeite sehr viel mit Deutschland und dann kann man da schon mal erst recht Freitag. Heute ist ja Freitag. Stimmt. Und freitags macht viel in Deutschland um 16.30 Uhr zu, deswegen bin ich noch früher dran als sonst. Ich muss mal gucken, ich bin 4.44 Uhr heute Morgen aufgestanden. Du lebst das, ne? Du fühlst das, ne? In Kalifornien. Ich hab das. Du hast ihn auch noch ein bisschen extended, weil ich glaube, also barfuß sehe ich ja hier viele Leute. Ich war ja hier auch schon mal das eine oder andere Mal, aber so, ja, so morgens mit dem Cappuccino hier durch die Straße. Ist doch genial. Ja? Und ich habe immer davon geträumt tatsächlich, dass irgendwann mal mich jemand dabei filmt. Mhm. Und heute wird mein jetzt größter Traum wahr, dass jemand diesen Tagesablauf, vor allem der Morgen, ist schon echt krass. Ja. Also so, ich finde, also wir haben jetzt 3 Tagesordnungspunkte, bevor wir frühstücken gehen. Mhm. Das ist eine Menge. Und das ist ja wirklich was Amerikanisches, Kalifornisches, vorm Frühstück schon was zu machen. Mhm. Und ich hab, also nach dem Schwimmen kommen 2 Überraschungen für dich. Okay. Eine wird warm, eine wird kalt. Und dann wirst du dich gut fühlen. Ja, das ist ein guter Tag. Ich bin gespannt. Das ist schön. Nein, aber was ich spannend finde, ist genau solche Sachen. Also diesen Morgen, hey, ich gehe jetzt gerade zum Schwimmen, das tolle Licht. Das sieht man bei dir ja nie, weil gerade diese alltäglichen Dinge erscheinen dir, glaube ich, so profan, dass du sie in deinen Stories zum Beispiel nie zum Thema machst. Also es sind ja, es sind ja selten richtig private Momente. Es sieht immer cool aus, es sieht immer sehr professional aus. Slow-Mos. Ne? Ja, also wird mir aber auch schwerfallen, das jetzt so zu filmen, weißt du, dass du so sagst, hey Leute, da bin ich zu alt zu, glaube ich. Weil also die nächste Generation kriegt es ja hin, wirklich mit seiner Community gemeinsam das zu erleben. Ich komme ja wirklich noch aus einer Welt, in der Instagram und Internet ein Kanal war, für den man was produziert hat. Wie lange bist du jetzt schon hier? 6 Jahre. Wir sind vor 6,5 Jahren umgezogen, wollten 1-2 Jahre bleiben. Also ich hatte One Night in Rio, dieses Fußballbuch. Das war so war durchaus ein Erfolg, inhaltlich wie auch finanziell. Also, und dann war ich danach so, was passiert jetzt als nächstes? Und dann war mir auch, oder uns auch wichtig, mal den Kids. Wir haben 2 Mädchen gehabt damals und haben inzwischen ein 3. Kind noch. Ein Abenteuer zu erleben, also so, englische Sprache. Meine Frau war in Australien 3-4 Jahre in ihrer Jugend. Ich war hier immer in Costa Mesa, weil wir familiäre Freunde haben, seit ich 16 bin. Mhm. Und fand es fairerweise genau das total krass. Morgens, die waren surfen vor der Schule. Das war schon immer sehr beeindruckend. Und das wollte ich denen ermöglichen. Und dann haben wir gesagt, wir machen 1-2 Jahre. Mhm. Und daraus sind jetzt 6,5 geworden. Und solange wir es uns leisten können, bleiben wir auch noch, weil es ist wirklich schweineteuer. Ja. Das ist das. Es ist nicht günstiger geworden, ja, sagen wir mal krass. So. Hm? Was hier ist der Community Pool? Da darf jeder hin, der hier rum. Okay. Immer unterschiedliche Leute
Gerade nach allem, nicht danach ins Wasser zu gehen. Da musst du jetzt durch, mein Freund. Oh, es ist geheizt. Oh ja. Die hübscheste Schwimmbrille besorgt, die ich gefunden habe. Das ist ein Kopfhörer, mit dem entweder, also es ist eigentlich ein Schwimmgerät, mit dem ich dich coachen könnte. Ah, okay. Also er würde sie coachen. Mhm. Aber man kann es auch zum Podcast hören. Oh, das ist Weil cool. Ich finde Schwimmen... Also ein Unterwasserkopfhörer. Ja, ein bisschen langweilig. Und deswegen habe ich mir überlegt, kannst du dir... Das wäre ich bereit, dir heute zu geben, weil ich habe das ja jeden Tag, dass du... was willst du denn hören? Ja, von dir gibt es ja noch nichts Neues, habe ich ja gerade alles gehört. Aber die Frage... Das ist total abgefahren, weil man beim Schwimmen unter Wasser und es setzt sich Das habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert. Das werde ich gerne mal ausprobieren. Die Frage stellt sich dann natürlich, wenn du dich so hier equippst, wie lange schwimmst du denn morgens? 2-3 Stunden. Halbe Stunde. Wir schwimmen eine halbe Stunde, okay? Eine halbe Stunde kraulen. Kannst du kraulen? Ja, aber ich weiß nicht, ich habe noch nie eine halbe Stunde... Langsam eine halbe Stunde kraulen ist das Beste, was du auch nur annähernd machen kannst. Ja, fang an. Ja. Das ist ja der Wort. Eine halbe Stunde kraulen. Habe ich im Internet gerade gesehen, die lustigen Dad-Jokes mit dir. Ist ein bisschen lustig, muss ich sagen. Ich habe auch gelacht, so ist es nicht. Komm, Socken aus, dass du da so zimperlich bist. Du bist... Ich glaube, ich lasse die Socken an. Wie alt bist du? 55. Das ist mein Ziel, mit 55 mal so auszusehen wie du. Stark. Das ist unbestritten einfach nur stark. Rücken. 25 Meter Wettbewerb jetzt hier. Auf die Plätze. Fertig. Los. Oh, mein Rückenschwimmen ist nicht so schlecht. 25 Meter Schmetterling. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich überhaupt schon mal vor 7 Uhr 100 Bahnen geschwommen bin. Ich bin durch für heute mit ist meinem gut, Sport. Oder? Nee. Wir haben noch 2-3 Sachen vorbereitet. Aber den ersten Punkt hast du geschafft. Okay. Was kommt denn nach deinem morgendlichen Schwimmen? Überraschung. Und da schneiden wir einfach, weißt du, guck mal, ich hau die Kamera weg und dann sind wir an dem nächsten Ort. Nö, und sonst, also wir sind schon auch hier runtergegangen, weil es halt ultra sicher ist. Ja. Weil es der einzige Ort ist, glaube ich, wo man mit dem Fahrrad zur Schule fährt. Also unsere Kids fahren mit dem Fahrrad zur Schule, das war mir wichtig, dass man nicht überall mit dem Auto hinfährt und so. Und dass man so ein bisschen Community-Zeug hat. Weißt du? Also es sind ja fast Reihenhäuser hier und nicht so ein gated und irgendwie riesengroße komische Sachen, sondern ich finde das irgendwie, wir sind hier sehr gut. Und das ist natürlich für die Kids auch wichtig, dass die sich relativ frei bewegen können. Voll. Also das die können zu Nachbarn, hier sind nur Familien. Sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man hier ist. Ne? Wir haben das erste Jahr Beachfront gewohnt, richtig voll vorne. Und das war total scheiße, weil du erstens keine Nachbarschaft hattest, nur Ferienwohnungen, nur Airbnbs, nur Leute, die im Urlaub da sind. Ja. Entsteht gar nichts an Beziehungen. Zweitens Surfer. Riesennervig. Morgens um 4 fangen die an, ihr Brett super laut zu. Und du wachst jeden Morgen auf und denkst dir und verwünschst die. Und deswegen sind wir hier hinten. Und hier ist kein Airbnb erlaubt. Du musst deinen ersten Wohnsitz hier, also du musst hier wirklich wohnen. Und deswegen entsteht darüber halt tatsächlich echt eine Community. Und Nachbarn, auf die man sich verlassen kann. Und cool ist. Und du musst eine US-Flagge im Haus haben. Unter uns, das sind die Republikaner. Zwei Sachen sind nicht so geil. Das ist sehr old money. Also es ist so alt und es ist sehr weiß. Also es ist echt nicht besonders divers. Dadurch, dass in Amerika ja leider dann auch wirklich das nicht so Multikulti. Wir haben in Hamburg gewohnt. Das war schon cool, fand ich. Also mit der Wohlgefühlt. Das ist jetzt, da ist, keine Ahnung, ist ein schwarzes das, Kind auf der Schule oder so. Aber das weiß ich auch ein bisschen so aus den Urlauben und der Zeit, die wir hier so in der ganzen Gegend verbracht haben, dass gerade in solchen Gegenden
das ja schon auch hochgehalten wird, dass es so bleibt. Ne? Leider, also ja. es wird bestimmten Leuten nicht einfacher gemacht, dahin zu ziehen, da anzukommen. Volle Kante. Natürlich arbeitest du hier, weil du hier ja Sachen shootest und Zeug machst. Aber hast du auch amerikanische Kunden? Nein, ja, fast gar nicht. Also so ist es vielleicht korrekter formuliert. 85%, das ist durch Covid noch krasser geworden. Also vor Covid habe ich ja schon irgendwie Will Smith oder Beckham Jr., was auch immer, so drei, vier Leute, für die ich Fotos gemacht habe. Das hat komplett aufgehört. Und jetzt habe ich halt, ich merke schon, dass halt meine deutsche Community oder die Leute, die mir da so folgen, und ich eher von Serviceproduktion, also von wirklich, ich nehme eine Kamera in die Hand und fotografiere andere Leute und kriege dafür Geld, hin zur Vermarktung gegangen bin. Ich tue mich mit Marken zusammen, und fairerweise ist schon so, dass ich dieses Leben so ein bisschen vermarkte, weil dieser kalifornische Traum in Deutschland lebt. Also Leute wollen nach Kalifornien. Ich ja auch. Also das ist mein kalifornischer Traum. Und den vermarkte ich, und damit verdiene ich Geld. Und das im Moment bezahlt es den Lebensunterhalt. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ja. Guten Morgen. Okay. Ja. Ach so. Kann man schon mal machen, oder? So ein Morgen hier. Witzende Sound. Wo müsst ihr hin? Wo hier hoch. Eins. Ah, noch weiter hoch. Ja. Aber jetzt könnt ihr hier mal gucken. So kann man den Tag beginnen. Das ist Meer, das ist unser Meerblick. Guck mal, wenn du da dich auf die Zehenspitzen stellst, dann siehst du das Meer. Also zwischen zwei Häusern, ja. Ja. So, und während Covid habe ich eine Vorratskammer, würde man sagen, wo die Koffer gestapelt worden sind, umgebaut in die kleinste Sauna der Welt, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob es die kleinste Sauna der Welt ist, aber bist du bereit? Ja. Komm, ein bisschen aufwärmen. Eine Runde Sauna. Nein. Hier sind 70 Grad drin. Okay. Machen wir mal die Tür zu, damit es auch 70 Grad bleiben. Und jetzt kommt ein Aufguss. Ja. Habe ich vom Finn gelernt. Immer, wir Deutschen machen ja am Ende erst einen Aufguss. Ja. Ich zumindest, so bin ich aufgewachsen. Der Finne macht durchgehend Aufgüsse. Also immer mal wieder zwei, drei Aufgüsse. Und jetzt, warte, kommt ein relevanter Moment. Iconic. Oh. Puh. Sabine schreibt, während wir im Schwimmbad waren, hat sie sich clean bestellt, das Schwimmen. Und schreibt, bereits beim ersten Gericht läuft mir das Wasser im Munde zusammen. Eine so schöne und minimalistische Präsentation von Gerichten, die doch so viel hermacht. Selten gesehen, einfach klasse. Ach, das ist jetzt das Feedback natürlich. Genau, hier schreibt mir jemand, und dann sitze ich hier und freue mich. Besonders gut finde ich den QR-Code in der Seitenzahl. Da kann man nämlich, da kommt ein Video. Das ist geil. Ich hab ein Gimmick versteckt, was niemand weiß. So, was denn sagen? Das ist in der Zahl habe ich einen QR-Code versteckt. Und dann, wenn man am Handy drauf geht, kommt ein kleines Short-Video, so 30 Sekunden, wie ich es koche. Ich habe quasi 40 Mal das visuell gemacht. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Die hatte ich schon, als du mir das gesagt hast. Ja! War schon im Druck. Als du mir das gesagt hast, war es schon im Druck. Das ist wirklich so. Ich kann es belegen, und ich weiß das. Deswegen konnte ich da nicht so richtig drauf reagieren in der Öffentlichkeit. Aber ja. In der Öffentlichkeit? Das haben wir am Telefon besprochen. Haben wir? Dann habe ich dir da gesagt... Aber habe ich dann gesagt, dass wir es schon machen? Nein. Wir haben es wirklich schon. Da hast du gesagt, sechs Monate. Da hast du gesagt, das ist wirklich eine gute Idee. Okay, gesagt. Vielleicht hast du gesagt, das ist wirklich... Vielleicht meine ich auch die Wahrheit. Da hast du gesagt, das ist wirklich eine gute Idee. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Okay. Was ist die Backstory? Ja, die Backstory ist, dass wir haben irgendwann telefoniert zum neuen Rip Kitchen. Ja. Und dann habe ich zu Paul gesagt, habt ihr denn mal überlegt, ob ihr die Rezepte mit einem Video verknüpft? Das wäre doch ganz einfach, da könnte man doch einen QR-Code. Irgendwo klingelt es gerade, ich muss dir recht geben gerade. Und das ist auch. Und jetzt erzählt er mir die Geschichte und verkauft sie mir als seine großartige Idee. Aber so ist mein Leben. Ja, so ist je länger es, je weiter es weg ist, desto mehr denke ich, dass ich mir das ausgedacht habe oder so. Das ist eine schöne. Copyright Kai Pflaume. Okay. Nein, das ist ja völlig okay. Ich will ja gar nichts dafür. Aber das ist eine sehr lustige Story. Oh Gott. Ja. Oh. Na, wirklich, das ist eine super Idee. Ja, habe ich lange über nachgedacht, ein kreativer Kopf. Oh Gott.
Das heißt, so ist dein Leben, dass du sozusagen Ideen adaptierst und so lange irgendwann davon erzählst, bis sie deine eigene war. Aber da bist du nicht alleine. Hundertprozentig. Also es ist tatsächlich so, dass ich mir fast noch nie was richtig krass selbst ausgedacht habe, sondern immer so Remixe gemacht habe. Mhm. Und danach dann halt irgendwann denke, ich habe mir das ausgedacht. hat mich hierher gebracht. Insofern ist ja alles gut. 3 Minuten deines Lebens brauche ich. Also du musst 3 Minuten in ein... War das nicht irgendwann mal so eine Art Badewanne, die du hattest? Wir haben auch eine Badewanne, aber das ist die... das hat quasi eine Kühlung und ist immer... Ist das die Wim Hof Methode? Probleme. Du hast Probleme? Lass uns drüber reden. Zu reden, während ich hier drin bin. Also die ersten 2 Minuten, das ist das Schnellste von dem Ding. Bleibe ich so, die letzte Minute machen wir die Hände auch noch mit rein. Einverstanden? Ich bin gespannt, wie du das gleich... Also es ist wirklich schweinekalt. Das merkst du auch, dass das Eis gar nicht... Normalerweise schmilzt das Eis recht früh. Ja, was ist das für dich, dass es so... sprudelt, das ist der Filter. Also es ist quasi immer... Das ist das Gegenteil von einem Jacuzzi. Das ist die letzte Minute jetzt? Letzte Minute. Und das macht doch mal so einen Unterschied. Ja. Okay, offensichtlich, ja. Und das ist nicht gefährlich, also da kriegt man keinen Herzinfarkt. Doch. Doch. Und vor allem ist es auch was Psychologisches, dass du halt für dich beschließt, ich schaff das jetzt und du hast 3 Minuten weg. Genau, mach mal ein paar Fotos, gleich vorbei. Und rein mit dir, mein Freund. Und das tut dann schon. Ich möchte ja nicht zum Nachbarn haben, wenn das hier jeden Morgen so ist. Aber was? Aber warum macht man das, wenn es weh tut? Fürs Gefühl danach. Geh da jetzt rein, red nicht so viel. Wann kommt der Moment, wo es wieder warm wird? In einer halben Stunde ungefähr. Auf, geh da jetzt rein. Geh ich langsam rein oder gehe ich schnell? Gehst langsam rein und atmest vor allem langsam, damit du nicht hyperventilierst. Meine Füße sind schon kalt, ne? Die Füße waren ja früher schon kalt. Jetzt setze ich mich hin. Ja, jetzt setze dich hin. Dann kannst du mal hier die. Nee, erst wenn du drin bist. Ja, wir wollen jetzt hier nicht. Ja, weiter atmen, weiter atmen. So, wieder atmen. So ein bisschen weiter runter. Komm. So. Jetzt drehen wir schon mal um. Die Füße kannst du so hier so vorstellen. Wie fühlt es sich an? Noch ist ganz okay. Was krass ist, dass dein Puls jetzt total runtergeht. Wenn du hier, kannst du mal, ich darf mal Whoop anmachen in deinem Telefon. Sit. Und wenn du, 93% Recovery, dann bin ich neidisch auf deinen. Wann ist die erste Minute um? Dauert noch ein bisschen. Nein, ich meine, wo, was ist dann durchgelaufen? Das Weiße. So, jetzt ist schon der Puls auf 83. Aha. Und wenn du gleich dann die letzte Minute runter gehst, geht er runter auf 50, weil du in so einen lebenserhaltenden Modus gehst. Wie fühlt es sich an? Alles gut? Alles gut. Tun die Füße weh? Ja, Füße tun am meisten weh. Ich muss aber zugeben, dass ich mich ein bisschen mehr angestellt habe. Ja, aber das muss ich auch sagen, ne? Also du hast eine ganz schöne Show gemacht, ne? So, kannst ganz runter, mit den Schultern bitte drunter. Wieso jetzt schon? Ich dachte, das ist die letzte Minute. Ja, die letzte Minute ist angebrochen. Aber ich denke, ich bin erst eine Minute drin. Du bist 2 Minuten schon drin. Ganz runter, komm, komm, komm. Siebziger Puls. Unter uns, die 3 Minuten sind schon längst um. Die Minute muss aber langsam um sein.
Ich bin noch 5 Minuten hier drin. Ihr verarscht mich doch. Es ist, wie es ist. Mhm. Kai. Aber du machst dich sehr, sehr gut. Na, schon schön. Es ist gleich vorbei, komm runter. Eigentlich musst du am Ende noch einmal mit dem Kopf runter. Ja, f*** you. Ist doch durchgelaufen. Du bist fertig, ja. Du darfst raus. Komm. Komm, wir gehen hoch in die Sonne. In die Sonne oder in die Sauna? Erstmal in die Sonne. Ist es kalt? Es ist kalt. Aber ich schreie jetzt hier nicht so asozial rum, wie du es gemacht hast. Oh, meine Beine sind tot. Obenrum geht's. Ich habe noch einen Wunsch eigentlich, Kai. Ich finde eigentlich, Julian muss da aufhören. Oh doch. Ich habe eine Badehose für dich, Julian. Hier, Badehose. Zieh die jetzt an und spring da einmal rein. Atmen, ganz normal atmen. Guck mal, es ist auch gar nicht mehr so viel Eis jetzt drin. Wir haben noch gar nicht umgedreht. Hier ist der Ehrenkameramann, muss wieder ran. Ja, gibt alles fürs Video. Das ist das erste Mal, dass du wirklich selber im Video bist, Julian. Ja, das stimmt. Verkack's nicht. Winner, komm. Ja. Atme weiter, atme weiter. Wir sind ja zum Glück in den USA, hier gelten andere Regeln. Wie viele Punkte krieg ich da in deiner Pottage Review? Ich weiß noch nicht, wie es schmeckt, aber es sieht gut aus. Wie fühlst du dich da jetzt? 8 Uhr? Ich habe schon eine Menge erlebt heute. Oder? Mhm. Also war ein guter Start in den Tag. Wir fahren jetzt zu der Schule von meinen Kindern. Mhm. Was so der Hauptgrund ist, warum wir hier so glücklich sind, weil die geil ist und weil da heute ein Charity Run ist, wo ich kurz ein Kind anschauen will. Ja. Ich habe gerade gedacht, anschieben. Ja, anschieben auch. Und danach gehen wir zu mir ins Büro. Das ist hier Paris 50 Clubhouse. Meter weiter und da muss ich ein paar. Ich muss heute Ads produzieren, ich muss heute Aufsager machen und ich muss 2, 3 Fotos machen. Da kann ich dich aber vielleicht auch benutzen als Streetwear-Model Nummer 1 Deutschland. Benutzen mich. Ja, und den Zellhaufen als, als Hülle benutzen. Und, und danach essen wir dann hier zu Mittag. Damit du ein bisschen weißt, was passiert. Eine Stunde unterwegs, das machen wir mit den E-Bikes, oder? Es ist erst 9:30. Ja, sehr gut. Es ist erst 9:30, Leute. Maximierung der Ereignisdichte. Ich dachte, wir kommen gleich zur Abmoderation. Nein. Es ist erst 9:30. Geht jetzt erst los. Das Kinderzimmer für Erwachsene hier, oder? Halt, ich brauch die. Oh Gott. Also Garage kann man das ja nicht nennen, ne? Das ist ein ebenerdiger Keller, ne? Würde ich mal sagen. Geh mal raus auf die Straße. Das ist ein... Massagestuhl. Willst du einmal kurz in den Massagestuhl? Ich habe schon mal in so einem Massagestuhl gesessen. Geh nur mal einmal kurz rein. Der ist auch noch angeschlossen. Ja, natürlich ist der angeschlossen. Der ist gar nicht hier nur. Oh. So, während ich jetzt alles fertig mache. Hier, entspannen Sie sich. Genau, ich kann ja gar nicht selber aufstehen wahrscheinlich. Ne? Das ist ganz lustig. Aber was du bist jetzt fixiert. Ne? Ja, aber was hast du hier alles für ein Zeug in der Garage stehen? Camping. Ich meine, alleine wie viele Fahrräder hier? Du hast 100 Fahrräder. Mach doch mal einen Garagenverkauf. Hast du so einen Kameraschrank hier irgendwo? Ja, der schwarze da hinten. Können wir da einmal schnell reingucken? Geht mal da hinten zum Kameraschrank. Das ist der Fahrradschrank. Okay. So kann es alles weitergehen. Gott. Aber das ist natürlich schon mal stark, ne? Also ich meine, der Schrank alleine ist schon mal, hier liegen ein paar alte Leicas rum, ne? Klar, braucht man ja nicht mehr, ne? Du kannst, das ist mein Schwarzgeld hier, du hast mein Schwarzgeld gefunden. Das ist so drüber. Ist nicht dein Ernst. Doch. Das war Straßenverkauf, YouTube.
Oh Gott. Was ein... Hier ein Jetski haben wir auch. Was ein Mess. Per App kann ich meine Garage auf und zu machen. Wir sind stolz drauf. In der Garage war mein Büro. Mhm. Und dann dachte ich halt, irgendwann wird das frei. Und dann dachte ich, naja, ist doch ganz cool. Und ich genieße es sehr. Also so der Ort ist halt total klein. Mhm. Ja, nur ein Mini-Ding. Und steht mein Trailer, mein Camping-Trailer. Mhm. Das ist nicht alles in der Garage, campingmäßig. Und was aber cool ist, ist es am Pacific Coast Highway. Genau. 6000 Pacific Coast Highway. Deswegen dachte ich, PCH heißt Paris Clubhouse und Pacific Coast Highway. Aber da sind wir sind ja später hier. Jetzt ist erstmal nur, damit du ein Fahrrad hast, mit dem du durch die Gegend. Der Sitz ist ein bisschen locker und die linke Bremse geht nicht. Mhm. Aber sonst also, ist das jetzt dein Gefährt. Also die Räder habe ich ja schon mal, bezeichnet man das überhaupt noch als Fahrrad? Und was nimmst du? Ich nehme das andere im Store. Es sind zwei Einheiten. Okay. Und die kann man aber auch mieten, oder? Wenn man hier. Man kann einfach vorbeikommen, die leihe ich aus. Mieten also. Würde ja Geld. Ah, okay. Ich leihe die einfach irgendwelchen Leuten aus. Also du nimmst kein Geld dafür? Nein. Natürlich nicht. Okay. Nur das. Dann springt mal da rein und versucht uns zu folgen, Jungs. Wir sind hier total glücklich. Also der so spießig wie es ist, so schön ist es auch. Ich finde ja das geilste amerikanische Vergleichsding ist, also hier haben diese Häuser haben alle quasi, der Vorgarten geht in den Strand rein, ohne irgendeine Unterbrechung. Mhm. Deine Terrasse ist der Strand. Mhm. Wir fahren immer aus, fahr mal schneller hier. Das ist der Ort, wo ich immer surfen gehe, Black Keys dann da vorne. Immer, immer. Ja, die 8 Mal, wo ich im Jahr surfen gehe. Genau, immer. So, das hier ist jetzt da drüben ist die Schule quasi. Und der Schulhof ist auf 3 von 4 Seiten mit Sand umgeben. Der ist in den Strand reingebaut. Und da ist gerade ein, können wir mal einmal reinfahren, ein Charity Run, wo meine Kinder laufen. Das habe ich wirklich in der Tat, das habe ich noch nie gesehen. Vorsicht, hier müsst ihr abbiegen. Leute, das ist krass. Das ist wirklich krass. Ich muss wirklich sagen, habe ich noch nie gesehen irgendwo. Für jede Runde. Der Schulhof. Naja, der Run ist auch krass, aber der Schulhof mitten auf dem Strand. Der Pausenhof. Die Schule. Da ist das Meer. Schulhof, da ist das Meer. Ich muss mal mein Kind suchen. Komm, oder? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Also wenn ihr was Ähnliches schon mal irgendwo gesehen habt, lasst es mich wissen. Und vielleicht kennt ihr ja auch andere coole Schulhöfe. Ja, schreibt mal, wo noch coole Schulhöfe sind, die ich mal besuchen kann. Warum hat man uns nicht eingeladen? Das ist die Klasse meines Sohnes hier. Okay. Das ist aber auch sehr amerikanisch. USA. Ja, und die sehr involvierten Eltern. Ne? Und für jede Runde gibt es, glaube ich, 5. Hallo, Mr. Wynn. Der Lehrer von meinem Sohn. Come on, Kate! Mein Kind ist mit großem Abstand das langsamste Kind hier, wenn ich das mal sagen darf. Nein, ich glaube, er ist gar nicht hier langsam, er ist einfach verträumt. Er verträumt, ja. Er genießt verträumt. Die Szenerie sozusagen. Oh, oh, oh. Aber weißt du, was ich jetzt auch gerade spüre? Was? Ein totales High aus dem Eisbach. Ja, oder? Es ist wirklich so, dass man so total über... Das habe ich gerade so überlegt. Ich glaube, es liegt wirklich daran. Ich habe gerade so ein Energielevel, was... What's up, Parker? No paparazzi, please. Oh my God. Ah, good morning. We're following you. Jetzt ist mein Ruf gänzlich ruiniert. Guck mal, da wird wieder Foto-Opportunity anscheinend. Okay. Guck mal, da wird durchge... Guck mal, da ist jetzt... Die Gruppe ist jetzt beim Fotospot Nummer 1. You got the track cleared? Ja. Also, meine Kinder wollen unbedingt das. Ich meine,
Mein Schulhof sah ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber also, was ja wirklich auch krass ist, ist, wenn Wale vorbeikommen, dann schicken die ganze Klasse raus, um die Wale anzuschauen. Und das passiert jedes Jahr 2, 3, 4, 5 Mal. Das ist schon geil, dass du halt so eine nahe Situation hast am Ozean. Und ich dachte immer, ich wäre der Coolste. Meine Kinder, auch die älteste Tochter, die wir immerhin mit 24 gekriegt haben, die war auch hier, die haben wir abgeholt und ich fand mich immer so in coolen Band. Bis dann irgend so eine Mom im Wetsuit mit einem Surfbrett ihr Kind abgeholt hat von der Welle. Also die ist gesurft, ist runter, hat kurz, kommst du mit und ist wieder raus, hat das Kind sich im Wetsuit angehört und dann haben die da gesurft. Ich meine, hackt's oder wie soll man denn damit? Das war der Moment, wo du die Bikes dann gesurft hast. Ja, da habe ich Bikes gekauft, Drohnen, irgendwie muss ich ja noch einen Punkt machen da so drüber. Aber du bist in Heidelberg zur Schule gegangen. Ja, mein Schulhof war auch hier, war gegenüber von wo ich gewohnt habe. Wollen wir losfahren? Ja. Dann gehen wir zum Store. Oh, was ein Ausflug. Das ist mein Büro hier. Wollen wir mal reingehen? Büro und Laden, oder? Das ist ein Laden, Showroom, ja. Und ein Klavier vor allem. Aber da können Leute auch kommen und kaufen. Ja, wollen wir mal reingehen? Ja, ich brauche nichts, aber lass mal gucken. Ach komm. Ich schenke dir was. Das ist auch ein Showroom. Also man kann auch... Oh. Ah. Dann sage ich herzlich willkommen in unserem Store. Ah, hier. Und Leute, das muss ich euch zeigen. Ach. Ich spiele halt gern Klavier, damit Leute hier ein angenehmes... Aber jetzt können wir das Geheimnis ja mal auflösen, weil die Leute denken ja immer, du kannst Klavier spielen. Ja, ja. Aber... So sind auch andere groß geworden. Ja. Du hast eine Fernsehkarriere da draus gemacht. Absolut. Bei mir dachte auch immer jeder, ich kann moderieren. Willst du ein Bier? Willst du einen Espresso? Willst du einen? Guck mal, es gibt besoffene Katze, es gibt schwarze Katze und es gibt Paris Clubhaus. Aber du bist nicht so der Alkoholtrinker, ne? Das ist auch morgens jetzt. Ja, also jetzt, wenn ich jetzt ein Bier trinke, dann kann ich direkt zum Mittagsschlaf übergehen. Machen wir auch noch. Ja, das können wir alles machen, aber wie gesagt... Nervt ein bisschen, ne? Guck mal, wie ist, ich habe ja hier die Würfel in der Hand. Wie ist die Geschichte nochmal? Also Leute, wenn hier die hierher kommen also, und was kauft, ja, dann können die sich die Prozente erwürfeln? Oder wie genau, ist das? Wenn du jetzt hier reinkommen würdest als Kunde, dann würde ich sagen, dann würdest du sagen, ich kaufe das hier. Mhm. Und dann machst du das hin und dann kommt der Bezahlvorgang. Und dann sag ich... Das habe ich noch gar nicht. Kannst alles wie immer... Das hast du nicht? Das habe ich nicht. Hä, du hast... Alles von Paris? Oder nein, nicht? Das dachte ich auch. Ja. Willst du was davon? Ja, klar. Ja, ja, ja. Machen wir gleich. Ja, wahrscheinlich könnte jetzt unterstellen, du schickst mir mal die Sachen, die im Überfluss da nee, sind. Nein, egal. Das ist ein amerikanisches Thema. Das okay. Nein. Das ist auch sehr amerikanisch. Und dann würfelt man. Also wenn das jetzt deins wäre. Das kostet? $60. Okay. So, und jetzt hast du, wir spielen das jetzt mal echt, ja? Ja, ja. Wie ich es wirklich mit dir mache normalerweise. Du würfelst jetzt um die Prozente. Mhm. Wenn es ein Pasch ist, sind es die Zahlen. Mhm. Wenn es zwei Einzelzahlen sind, werden die addiert. Das heißt, das Maximum ist 66%. Das ist schon amtlicher Rabatt. Und wie viele Würfel habe ich? Einen. Du fängst mit einem Würfel an. Ach, mit einem Würfel? Ja, wir fangen mal mit einem an. Genau. So, das ist eine 5, das ist schon mal sehr gut. Da schwitzt du schon ein bisschen, ja, wenn einer 55%, das wird schwierig. So, zweite, komm. 55%! Das gibt's da nicht. So, und was jetzt aber passieren aber würde... Moment. Ne? Das ist stark. Das ist wirklich stark. Was zeigt uns das? Das heißt einfach, ich bin ein Typ, der immer dann funktioniert, wenn es drauf ankommt. Das stimmt, da hast du recht. Was ich jetzt machen würde, wäre dir die 55% abkaufen. Okay. Also du kriegst 55%, aber du darfst 5-mal beide Würfel würfeln gleichzeitig. Nein, was ich jetzt machen würde, sagen, ich habe jetzt 55%, ich kaufe natürlich noch mehr. Nee, das ist das war schon davor. Und du darfst dir ein Produkt auswählen, bis aufs Fahrrad im Store, für die 55%, dass du sie nochmal würfelst. Ja. Würdest du es machen? Also ein Produkt umsonst oder 55% Rabatt auf eine Sache? Du musst 5-mal würfeln und was nach 5-mal da ist, ist dann dein Rabatt. Und ich kann mir aber einen Artikel aussuchen. Einen Artikel, egal was. Machst du? Mach ich. Okay, welchen Hoodie hättest du gern? Hier, Ehrenpflaume, lila. Lila, ja. Katze. Sehr gut.
So, der gehört mir jetzt schon mal. Ja, der ist dein. So, und hier geht es jetzt noch darum. Ja, neue Überrabatte neue Runde. Ja, wenn neue ich jetzt Runde. Wieder. Ja, mach mal. Zeig mal. Ich habe jetzt 5 Würfe. Ja. Und dann muss ich den zweiten, habe ich aber nur einmal. Nee, du hast beide 5-mal. Du kannst beide gleichzeitig würfeln, kannst aber einen stehen lassen, wenn du Lust hast. 6 und 1. Die 6 lasse ich natürlich stehen. Das ist doch nicht, nicht anfassen! Nicht anfassen, Leute! Das ist doch nicht dein Ernst. Zweiter Versuch. Herzlichen Glückwunsch, Herr Pflaume. Jetzt hast du 66%. Was lernst du jetzt daraus? Ja, dass ich nie wieder mit dir spiele. Also ich werde nie mit dir irgendwas spielen. Man sollte nicht mit mir spielen. Jetzt kommt aber ein schöner Moment. Ich wäre der Tod für Paris. Ja. Jetzt kommt der schöne Moment. Meine Kasse ist im Klavier. Oh, okay. Guck, kommt man hier raus. Da ist dann die Kreditkarte, da kannst du dann bezahlen. Mhm. Da würdest du dann, musst du ja nicht, aber da kannst du per Apple Pay, scanne ich das dann und dann kriegst du hier eine Tüte und dann packen wir dir das ein und dann mache ich das Klavier wieder zu. So, nächste Aufgabe. Du hast, also diese Lampen, die schweben. Mhm. Ja? Also man muss sie nehmen, küssen zum Gott und dann schweben sie. Dann musst du draufklicken, dann gehen sie an und aus. Mhm. Hier, so an, aus. Ja? Mhm. Ich spiele ein Klavierstück. Und du musst sie zum Schweben bringen, dann darfst du ja noch einen Pulli aussuchen. Spiele ich auch immer wieder das Spiel. Ich hätte gern, dass die Lampe schwebt. Mhm. Wie lang ist das Stück? Nicht selbst. Ja, es funktioniert natürlich über Magnetismus. Also man kann hier 100% irgendwie das umschalten. Gibst du auf? Nee, ich versuche nur den Moment zu finden, wie ich es richtig aufsetze. Das kriegt er hin. Ich meine, du hast so versagt davor und jetzt schwebt dieses Scheißding. Das ist unverschämt. Und da kriegt man 100%, ne? Da kriegt man ein Produkt umsonst, tatsächlich, während ich Klavier spiele. Und aber weißt du, was wirklich? Ich war mir so sicher, dass ich so lange gespielt habe, dass ich auch 100 Jahre gespielt habe. Aber weißt du, was wirklich, wirklich schlimm ist? Ich habe keine Ahnung, wie ich es gemacht habe. Ja. Ich habe Glück gehabt. Aber Glück braucht man auch im Leben. Ja, sehr viel. Ich habe auch sehr viel Glück gehabt. Wie und wann kam es überhaupt zu Paris? Ich habe About You war das. Die haben mit Lena Gerke Leger gemacht und dann kriegst du auch nicht mehr. Dann haben die mich gefragt, ob ich da irgendwas in einer Jury mache, bei einem Award. Und dann habe ich gesagt, nur wenn ich mit euch Paris machen kann. Dann habe ich gesagt, was willst du? Und dann habe ich gesagt, ich will die Modemarke Paris gerne machen. Und die haben dann auch bis zum Launch, da stand Tarek neben mir, und hat dann gesagt, eine Frage habe ich noch, warum eigentlich Paris? Also die haben den Gag nicht verstanden an Leger, Lena Gerke, ja. Ne? Und Paris, Paul Ripke. Genau. Und dann hat Drake eine Eule. Und da ich sowieso tatsächlich einfach alles kopiere oder irgendwann denke, dass es meine Ideen sind, habe ich gedacht, Katze, Copycat ist ein passendes Logo für mich. Und habe die dann irgendwo aufgezeichnet und dann war Paris geboren. Und dann hat es mir sehr viel mehr Spaß gemacht, als ich hier gedacht habe. Und deswegen, also bis heute macht das tatsächlich mega Bock. Willst du mal sehen, wie wir es drüben machen? Weil das ist ja nur der Showroom. Wir können gerne mal rüber gehen. Da ist so meine Arbeitswelt, was sonst so passiert. Das hatte ich zuerst. Da gibt es bestimmt auch Leute. Soll ich hier zumachen? Nee, lass offen. Ja. Vielleicht kommt ja jemand. Vielleicht fangen wir jemand. Invitation only. Okay. Gucken wir mal, ob jemand da ist. Hallo. Das ist Kara, das ist Jan. Hey, Kara ist gar nicht da. Hallo. Was geht? Doch, Kara ist da. Hallo, Kara. Hallo. Hi, Kara. Was sind eure Aufgaben? Was macht ihr? Wofür seid ihr zuständig? Hauptsächlich Store und dann alles andere, was ansteht. Okay. Ja. Zeug. Haut, rechte Hand hier, alles was so passiert jeden Tag, ne? Termine machen und so? Ja. Den Wahnsinn ein bisschen zusammenhalten? Genau, so ein bisschen quasi. Auch viel Kommunikation mit Deutschland, immer so hin und her. Mhm. Regel Nummer 1, wer schreibt, der bleibt. Oh ja, Versucht tatsächlich alles immer aufzuschreiben, weil es dadurch irgendwie in Realität kommt. Mhm. Das ist also mein Schreibtisch, also auch da schreibe ich die ganze Zeit irgendein Zeug auf. Mhm. Und das ist mein Leben, mein berufliches Leben quasi. Und alles, was ich so tue.
AWFNR ist der Podcast, da sind so grob eine Planung, wer wann wo ist. Mhm. Das sind die Paris-Drops, die demnächst kommen. TripKey ist so eine Idee, die noch rumfliegt, wo ich gerne einen Reiseführer machen würde mit verschiedenen kleinen, also TripKey LA zum Beispiel oder TripKey Newport Beach, 3-4 Hotels, 3-4 Restaurants, 3-4 Empfehlungen, das finde ich ganz schön. Rip Kitchen, erst sind die eigenen Sachen, also AWFR, Paris, TripKey und Rip Kitchen. Post von Paul findet da auch noch irgendwie statt, ein Newsletter, muss ich heute übrigens machen, muss ich gleich, also jeden Freitagnacht kommt ein Newsletter auf Deutsch, in Deutsch, der dann Samstagmorgen sofort online geht. Das erste Drittel ist über mein Leben, das zweite Drittel ist, was coole, ein bisschen schlauer macht, aber aus L.A. Und das dritte Drittel ist, was schlauer, ein bisschen cooler macht. Also, dann kommen die Partner, also das sehe ich so ein bisschen wie Sponsoren von mir. Also weißt du, von Whoop, Weight Watchers, Porsche, Siegfried, IWC, Paris, Suppless und 3-4 andere Sachen. Und dann schreiben wir da immer Sachen auf. Ja? Leute. Ja. Oh, das Original. Das Original, die goldene Henne. 2019, Publikumspreis. Ja? Können wir mal Applaus haben? Ja. So. Komme ich dann, wie nehme ich einen Preis richtig entgegen? Also wichtig ist zum Beispiel beim Preis, dass man ihn jetzt nicht falsch rumhält. Ja, ne? Also dass er nicht runterfällt und so, aber ich nehme ihn. Darf ich dir die Hand geben dann? Du darfst mir die Hand geben. Wir können es auch drücken. Vielen Dank. Oh. Ja? Vielen Dank, ja. Wahnsinn. Darf ich auch ein paar Worte richten? Jetzt bedankst du dich ja wahrscheinlich. Okay. Ja? Dieser Preis, der gehört euch da draußen. Ich stehe hier stellvertretend für eine Community, für meine Ripkeys da draußen, für die Roomies. Alle Wege führen nach Rom. Das ist auch euer Weg, deswegen ist das euer Preis. Ich widme diesen Preis meiner Community. Ich bin nur ein Zwerg auf den Schultern von Riesen und ihr seid für mich meine Riesen. Danke. Danke Mama, danke meiner danke Familie. Danke Mama, danke meiner Familie, meiner Frau und meinen drei Kindern auch vielen Dank. Und danke Joko. Muss auch schon auch sagen, dass Joko da ein bisschen was. Fairerweise hätte ich den jetzt ohne Joko nicht gekriegt, glaube ich. Also deswegen, danke Joko. Danke Joko, genau. War das eine okay? Das war durchaus okay. Ich habe versucht zu emotionalisieren in so einer, weißt du? Aber weißt du noch, wie die Realität war? Die Realität war, dass er mich weggedisst hat. Nein, gar nicht. Weil ich bei der Formel 1 war und da war ein Riesenthema gerade über Fridays for Future und alle haben darüber geredet, wie toll das ist. Und dann wurde ich live reingeschaltet über ein iPad aus Singapur in der Formel 1. Nachts um 2.30 Uhr musste ich, da habe ich sehr gefreut. Versuche es nicht wieder Tages- bzw. Nachtzeit zu entschuldigen. Du hast und dann habe ich mal wieder einen kleinen Fehler gemacht und habe gesagt, dass es ganz toll ist, was die machen und Kai hat einfach ganz trocken mich vor Millionen Publikum gesagt, der Typ aus der Formel 1, dem ist Fridays for Future, also sehr, sehr wichtig. Neue Zeiten hier auf jeden Fall. Bin ich geowned worden, habe ich aber auch getragen. Hast gelernt, ne? Ich hab, zu Recht war das. Also du hattest recht damit, aber trotzdem bleibt sie. Ich habe gelacht jedenfalls. Vielen Dank dafür. Ne? Klar, sehr gerne. Soll sich für euch ja auch lohnen, dass ich heute hier mit Paul drehe. Ich habe ihm gerade noch ein kleines Gewinnspiel aus den Rippen geleiert, wie man ja so sagt. Ein kleines Gewinnspiel ist gut. Das ist das größte Gewinnspiel, was wir je gemacht haben. Es ist ein kleines Gewinnspiel mit einem Riesenpreis. Ja. Genau. Und dann gibt es alle Paris-Produkte. Stopp! Das ist mein Beruf. Bitte noch eine gute Idee. Ja. Du könntest auch noch eine... Du könntest eine Collab mit YouTube noch machen. Eine Pari X YouTube Shorts machen. Wegen Shorts bei YouTube? YouTube. Jan findet es lustig. Bin mir nicht sicher, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Ich finde es auch lustig. Was passiert jetzt mit dem Sachen, die jetzt gerade drin? Die schicken wir jetzt nach Deutschland. Aha. Und da sitzt Simon. Simon stellt es frei. Aber wir können euch ja hier das fertige Ergebnis zeigen. Genau. Zauberei. Okay. Also wir moderieren an. Mittagessen. Willst du da Rip Kitchen in die Kamera halten? Straight out of Rip Kitchen. Ich hab's jetzt schon einmal in die Kamera gehalten, Paul, es ist zu spät. Hast du schon? Theresa? Ja, bitte. Wie findest du eigentlich die Idee von Paul mit dem Barcode im Heft? Das ist Kais Idee gewesen. Ich weiß, es ist deine Idee. Er ist sehr transparent. Weißt du? Deswegen, da erinnere ich mich nämlich noch dran. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oder?
Sensationell. Du musst erklären, warum wir jetzt auf einmal in der Küche stehen, Kai. Wir sind jetzt wieder bei Paul zu Hause. In der Küche, die ihr ja noch vom Frühstück kennt. Ja, das ist die Rip Kitchen hier. Ja, ich werde gern Paul taschen. Nee, geht nicht. Ich habe nur eingekauft. Ich habe übrigens noch eine gute Idee für ein neues Produkt. Ja, sag. Hast du schon mal über Nudeln nachgedacht? Sampari-Rahmen, Paul-Rahmen, Spaghetti, Penne, Gorgonzola, Alfredo, was? Nein, die habe ich noch nicht. Parilla. Ja, Barilla. Barilla ist gut, oder? Ja, aber da kriege ich Ärger mit Barilla wahrscheinlich. Ne? Warum? Weiß man nicht so richtig. Mhm. Ja. Also, was ich vorbereitet habe, ich habe ein Stück Lachs. Wir können den Zitronenlachs machen. Mhm. Magst du den? Den würde ich aus dem Holzofen machen. Dann sehr kriegt gerne. Er so ein bisschen rauchige... Gegrillten Lachs? Ja, ist nicht gegrillt. Er ist so quasi geroastet. Und wir können loaded Süßkartoffeln machen. Nee, Yams. Dann können wir Kate's Kale machen. Raspel die Möhren bitte. Hier, einfach da drüber. So, Vorsicht, stopp. Hier ein bisschen Rotkohl. Soll ich dir mal erzählen, was wir in Kate's Kale, den hat nämlich unsere Freundin Kate uns erklärt. Da kommt daher auch der Name? Genau. Mhm. Mhm. Manchmal fühle ich mich verarscht hier. Mhm. Komisch, ne? Mhm. Aber manchmal redest du auch mit mir wie mit deiner 11-jährigen Tochter. Mhm. Mhm. Ich muss jetzt hier ein bisschen mich auf das Raspeln konzentrieren, ja. Weil sonst... Bist du kein Multitasking-Typ? Doch, aber ich wollte vermeiden, dass es am Ende Fingerfood wird. Ja. Mhm. Machen wir ein bisschen schneller. Wir müssen hier, komm. Ich habe ja als Kind überhaupt keinen Fisch gegessen. Du hast als Kind gar keinen Fisch gegessen? Ja, ich habe als Kind sowieso sehr schlecht gegessen. Ja. Ich habe quasi so 5 Basics gehabt, über die es nicht hinausging. Ich habe Salami gegessen, ich habe Leberwurst gegessen, Schnitzel. Sag mal, wie war früher bei euch die Weihnachtstradition, also an Heiligabend? Spazieren gehen? Ja, also mittags gab es ja, also immer, bei uns gab es mittags immer irgendwas sehr Kleines, Reduziertes, irgendeine Suppe oder sowas, was nicht viel Mühe macht. Abends gab es Döner. Wir sind zum Döner-Imbiss in der Heidelberger Altstadt gegangen. Also es war so ein Dürüm-Pizza-Ding. Heiligabend genau, wir sind abends Döner? 3 Stunden spazieren gegangen und meine Eltern fanden es dann lustig, dass man quasi so beim Ginos so ein Dürüm-Döner hat dann jeder in die Hand gekriegt, weil meine Mutter gesagt hat, an Weihnachten wird nicht gekocht. Okay, Leute, das müsst ihr mal kommentieren, wie ihr das findet. Also vielleicht ist das ja, vielleicht bin ich ja der Einzige, der die Tradition nicht kennt. Ist, glaube ich, keine Tradition, war nur eine ribkische Tradition. Okay. Und dann habe ich mich aber eben, habe ich gesagt, lass mich das doch mal machen. Ich koche jetzt eine Weihnachtsgans, damit ich nicht mehr mit spazieren gehen muss. Yeah. Und dann, ab dann gab es tatsächlich immer Weihnachtsgans. An Heiligabend. An Heiligabend, die habe ich gemacht. Riesengeil, weil da hatte ich 3 Stunden Ruhe. Klar. Muss man nur so ein bisschen beträufeln, muss man einmal füllen und dann sich darum kümmern, dass sie nicht trocken wird. Und dann habe ich das gemacht. Und diese ganze Fondue... Gab es bei uns nicht. Gab es für euch nicht. Der Amerikaner feiert ja am 25. Mhm. Wir nicht, weil wir am 24. feiern. Das seid ihr auch Germans. Führt dazu, dass man am 25. fast niemanden unserer Freunde hat Zeit, weil die keinen Bock darauf haben, weil sie mit ihren Familien beschäftigt sind. Und wir haben leider keine Tradition. Ich weiß gar nicht, was man... Also es gibt kein traditionelles Essen? Es gibt überhaupt gar kein... Es gibt auch nicht so richtig die... Es hat auch einen sehr relevanten Grund. Ich bin richtiger Grinch. Ich finde Weihnachten richtig scheiße. Und also es geht so weit, dass meine Familie mir schon Grinch-T-Shirts geschenkt hat und so weiter, weil ich tatsächlich das nicht nachvollziehen kann, der Weihnacht. Also es ist null mein Thema. Mhm. Und ist das in der Kindheit begründet? Nee, ich glaube, ich finde es einfach... Ich verstehe. Muss ja irgendeinen Grund dafür geben. Das ist ja nicht, kommt ja nicht von... Ich finde es zu viel Familie. Es ist zu viel Gezwang an Familie. Und ich bin freiwillig... Meine Familie zum Beispiel, also meine eigene Familie, die mag ich total gern. Und mit der hänge ich so übers Jahr genug ab. Da brauche ich kein Weihnachten dazu. Und das stört mich ein bisschen an Weihnachten, dass da so ein bisschen Zwang dabei ist. Punkt. Dann mal gefragt... Bist du der anstrengende Teil bei solchen Familienmomenten oder sind es die anderen? Also ist es so wie bei einem Ripchen Familienurlaub? Weil da bist was du zumindest, was das Reisen betrifft, da bist du ja, glaube ich, der anstrengende Teil. Nö. Nee? Bitte? Nein, glaub ich bin schon. Ganz entspannt.
Nee, das glaube ich. Ganz pünktlich und immer total. Ich glaube, wenn du alleine reist, bist du ganz entspannt. Ja. Wenn du mit Familie reist, kann ich mir vorstellen, bist du gar nicht entspannt. Weil ja, weil die so langsam sind. Na, weil das ist eine Unverschämtheit, wie langsam die. Nee, weil du der bist, der glaubt, dir zu wissen, wie es geht. Ja. Und alle anderen können es nur falsch machen. Genau, so ist es. Zu spät. Aber sie machen es ja dann auch falsch. Ja. Unverschämterweise. Sie hören einfach nicht, was du sagst. Ja. Ist doch ganz einfach. Man müsste einfach nur machen, was ich sage. Zum Beispiel pünktlich starten. Da geht es ja schon mal los. Pünktlich los. Bist du so jemand, der so überpünktlich am Flughafen sein muss? Nein. Ich bin 4 Minuten vor Closing da. Das funktioniert aber eben nur, wenn du alleine bist. Genau so ist es. Mhm. Alle verpassten Flüge meines Lebens nur mit Familie. Kannst du den einmal einfach ins Feuer legen und dann das Feuer davor ein bisschen nach hinten schieben? Alles klar. Sehr gut. Jetzt machst du noch 2 Holzstücke rechts und links da dran. Ich glaube, das ist sehr gut so, wie ich es gemacht habe. Da bin ich mir ganz sicher, dass das sehr, sehr gut ist. Guck noch mal rein. Wir gucken noch mal rein hier. Hast du 2 Holzstöcke noch dran gemacht, rechts und links? Neue, meinst du? Ja. Nein, das mache ich jetzt aber. Das freut mich sehr, Kai. Kein so riesengroßer Familientyp, muss ich echt sagen. Also, und ich glaube, Weihnachten... Großfamilie. Großfamilien schon gar nicht mehr. Ich finde es auch nicht besonders nett, wenn alle 42 Familienmitglieder an einem Ort sind. Mhm. Ich finde es nett, wenn ich mich mit Leuten treffe und mich mit denen unterhalten kann. Ich kriege da einen Overkill, das ist für mich zu viel. Okay. Und ist auch ein bisschen langweilig Weihnachten, muss ich leider sagen. Also so sind ja dann 3 Tage so gar nichts tun immer und da denke ich so, ach, jetzt irgendwie will ich mal ein bisschen was aber machen. Aber genau das könnte man ja mit lustigen Traditionen, mit schönen Traditionen auffüllen. Jetski fahren. Fallschirmspringen. Ja, könnte was sein. Das ist, man sagt, wir machen an Weihnachten immer einen Familienausflug auf dem Jetski, wo wir alle weihnachtlich angezogen sind. Kann eine schöne, könnte eine neue Familientradition werden. Ja, ich bin auch nicht so der Tradition. Wir waren schon echt viel im Wechsel auch. Ne? Also wir sind seit 6 Jahren hier, manchmal sind wir in Deutschland, dann sind wir hier wieder, dann hat das so Hype, dann sind wir mal in die Sonne gefahren. Die Kinder würden sehr gerne in Schnee, also die wünschen sich richtig sehr doll Skifahren? Schnee und Skifahren. Mhm. Schauen wir mal, kannst du mal die Frühlingszwiebel klein schneiden, bis hierhin ungefähr. Ich feiere sehr, sehr gern einfach so, heute Abend. Mhm. Wollen wir heute Abend schön ein Glas Wein? Wir können, sehr gerne. In meiner mein Lieblingsrestaurant, das Restaurant, wo meine Frau und ich hingehen, wenn wir sagen, komm, wir trinken jetzt mal ein Glas Wein, ist unter eurem Hotel. Ah, gucken wir. Austern und Sancerre und die Welt sieht besser aus, muss ich sagen. Wenn jetzt frühere Lehrer von dir sehen, was du heute machst, ne? Oder auch Mitschüler, würden die dann sagen, ja, genauso haben wir es kommen sehen oder sind die eher überrascht? Nee, die haben es kommen sehen. Ich war schon immer... Es gibt 2, 3 Lehrer, die mich auch sehr früh so supportet haben und gesagt haben, mach du mal deinen Scheiß. Und ich bin schon auch immer knapp an der Grenze vorbei gesurft. Also, und... Aber warst du dann der Kreative? Was denn? Sour Cream, aber... Ist doch egal, du hast ja gerade gesagt, das ist Freestyle. Remake. Ja, Freestyle. Einen Löffel Sour Cream. Mhm. Ich bin Middle Child, also meine Eltern. Was ist ein Middle Child nochmal? Nee, es geht nicht darum, dass du nicht weißt, was das Middle Child ist, sondern es geht darum, dass meine Persönlichkeit eines Middle Childs. Mhm. Also ich habe alles bekommen, was mein älterer Bruder nicht bekommen hat. Und du hast auch dafür gesorgt, dass dein jüngerer Bruder es nicht bekommt. Genau, weil ich war dann so verzogen, dass meine Eltern gemerkt haben, dass meine Schwester die Jüngere, aber dann haben die gemerkt, oh, das ist keine so gute Idee. Das machst du sehr, sehr gut, Kai, wenn ich das sagen darf. Das ist ein absolutes Lob. Warst du der kreative Schüler? Warst du so eher nerdy? Warst du der, viel Sport gemacht, also sehr viel Sport, Sport-Abi auch. Mhm. Überpunkte, ja. Mit welchen Disziplinen Sport habe ich gemacht? Leichtathletik und Volleyball. Und Leichtathletik echt 18 Punkte überall. Mhm. Und, auch real oder gefaked? Nee, man kann ja. Nee, real. Mhm. Ich bin Zehnkampf-Mannschafts-Deutscher Meister des Jahres 1999. Okay. Aber es sind 5 Leute, die das machen, machen eh nur 3 Mannschaften. Ich glaube Leverkusen, Mannheim und was auch immer. Mhm. Und die brauchten noch einen 5. Und da habe ich einfach nur mitgemacht und war mit großem Abstand der schlechteste von allen. Aber die anderen 4 waren so gut, dass wir in der 5er-Wertung, weil so wenig Leute da mitmachen, gewonnen haben. Jetzt sind wir hier mit dem nächsten Gericht fertig. Jetzt
Sieht auf jeden Fall gut aus, riecht gut. Ja, das Backpapier brennt ein bisschen ab, aber der Rest ist gut. Hm? Geil. Let's go. Mittag. Setz dich hin. Kannst du noch einmal an dem Lachs kurz ein bisschen hin und her ruppeln? So. Ja, kannst du so lassen. Mega. Er brennt ein bisschen außen an und dann. Du bist jetzt natürlich, für deine Verhältnisse bist du jetzt, gefangen hier hinten. Ja, ich kann ganz schwer. Können wir tauschen? Kontrollverlust. Ja, ich muss ja noch weiter kochen. Mhm. Oh, du merkst es schon, ne? Habe ich sofort gemerkt. Meine ganze Körpersprache. Das ist so, hat er eben schon gemerkt, als ich hingesetzt habe. Es war ein Fehler, sich hier hinzusetzen. Ja, ich komme hier nicht mehr raus aus der Nummer. So, ich esse jetzt eine von den Loaded Yams. Die mag ich sehr. So. Hier. Ich nehme die ohne Lauch. Dann war auch eine überragende Guacamole, die du da gezaubert hast. Und der Zimt ist geil. Mhm. Ich mag das so sehr. Mhm. Ist aber jetzt auch langsam die Zeit für Zimt, weißt du, wenn es ein bisschen kühler weihnachtlich wird. Und so. Weihnachtlich. Das ist so die Zeit für Zimt. Der Kohl ist schon auch, weiß nicht, was das mit meiner Verdauung macht, aber. Nee, der ist gekocht. Ja, das macht er nicht. Ich mach dann gar nicht. Mach's gut, oder? Mit der Minze noch dazu. Ich glaube, der Lachs ist fertig. Die Ehrenkameraleute müssen auch was essen. Setz dich hin. Bist du satt geworden, mein lieber Kai? Sehr. Ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen Piano weiter erstmal. Aber ich bin sehr satt. Es war zu lecker. Also was ich immer mache mittags, ist ein Mittagsschlaf. Wollen wir in meinem Ehebett einen kleinen Mittagsschlaf zusammen machen? Ich mache den allerdings nackt. Also, weißt du schon jetzt, ne? Das ist schon ein bisschen. Oder nein? Also ist das ein Tag bei Paul? Machst du alles mit, was ich mache oder nicht? Naja, ich mach gerne Mittagsschlaf. Ja? Ne? Aber was ich ehrlich gesagt noch schlimmer finde, als die Tatsache, dass du nackten Mittagsschlaf machst, das ist für mich völlig menschlich, dass du mit mir in deinem Ehebett liegen möchtest. Ja. Ne? Das ist ein Traum von mir. Das macht es nicht besser, Paul, wenn das ein Traum von dir ist. Das ist eine kleine Fantasie, die ich da so hege. Ein Mittagsschlaf. Weiß deine Frau, dass du jetzt auch mal mit jemand anderem im Ehebett liegen möchtest? Ja. Tatsächlich will ich schon irgendwann mal, wenn diese komische Zeitung anruft und sagt, sind Sie, Herr Paul Ripke, mit Kai Pflaum ins Bett gegangen? Da will ich mit. Zeitung? Mit den vier großen Buchstaben. Mhm. Drei, vier, zwei, keine Ahnung. Also, ne. Ist das bei dir so eine früh einsetzende Altershomosexualität? Nee, die war schon immer da. Okay. Ich habe schon immer, Bist du offen? Ich bin da offen. Komm, wir gehen ins Bett. Du ziehst dich ganz aus? Ja. Und es ist eine Decke. Es ist wirklich. Darf ich mich schon mal ins Bett legen, bis du kommst? Ja, du darfst dich gerne schon mal ins Bett legen. Mhm. Ist das deine Seite? Nee, das ist die von Theresa, die kannst du haben. Okay. Das ist so ein Ding bei dir, ne? Ich glaube, es ging nur darum, einmal den nackten Arsch in die Kamera zu halten. Das ist ja so ein. Macht das so ein bisschen wie in so einem Film, wo man nicht alles zeigen darf, weißt du? Was hören wir denn jetzt? Schatz? Du kannst das blaue Kissen noch wegnehmen. Welcome to the Today we'll be exploring how to resist distractions. Das geht mir voll auf den Sack, das weißt du, ne? Wenn jetzt da jemand quatscht. Wie lange schlafen wir jetzt? Halbe Stunde. Allow your mind and body to settle. Connecting with it in the area where you notice the most clear.
Hallo. Na, Kai, war ein guter Mittagsschlaf, oder? Ein sehr guter. Ah, ich hätte mein Handy oben liegen müssen. Du bist sofort weggepennt, ne? Tief und fest. Ja, ich kann sehr schnell und sehr gut schlafen. Stark. Welche Farbe hat Tails Fahrrad, das er gestern vom Geburtstag bekommen hat? Rot. Ah. Das ist sozusagen so ein Zusammenbau. Okay. Kommt gut an oder nicht so gut? Mhm. Aber ich kann dir sagen, was das Problem ist, warum es nicht so gut ankommt. Ja, ist die Farbe? Er möchte ein blaues. Hat er mir gerade erzählt. Ja, aber komm, also. Hat er mir gerade gesagt, er hatte, Bike has the wrong color. Hat er wirklich wahrscheinlich? Hat er wirklich gesagt. Aber apropos Fahrrad. Ich habe ihn gefragt, was er zum Geburtstag bekommen hat. Können wir so eine Transition machen, dass wir klatschen und in Fahrradklamotten dann hier stehen? Ich weiß nicht, ob wir so einen Quatsch machen. Komm, hochspringen. 3, 2, 1. Kann losgehen. Ich ziehe noch einen Helm an. Ja, du hast keinen Helm und du hast keine ordentlichen Schuhe meistens an. Ja, mein, ich ziehe richtige Schuhe heute an. Ja? Dein erstes Mal Fahrrad fahren, Kai. Mit Clickies. Ist das mein erstes Mal wirklich? Ist es wirklich mein erstes Mal im Rennrad? Ja. Ich weiß gar nicht warum. Du klickst so rein und dann musst du rausklicken, um rauszugehen. Ja, das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber ich habe noch nie auf dem Rennrad gesessen. Komm, hier. Zieh deine Schuhe an, wir gehen Fahrrad fahren. So. Leider brauchst du noch eine einzige Sache. Mit unserem Motto: Look Pro, Go Slow. Ja, meinst du? Ja. So? Ja. Und jetzt der Helm da drüber. Ja. 1A. Okay, dann spring mal drauf. Und weißt du theoretisch, wie du dich draufklickst? Ja. Style stimmt. Oder ist das? Color Match Level ist doch mindestens 1000. Müssen wir doch die Beine rasieren, Paul? Ja. Drück mir die Daumen. Es fühlt sich so an, als hätte ich mein Leben lang nichts anderes gehabt. Ich bin auch ein Rennradtyp, ne? Ja. Ja, oder? Also sieht's gut aus. Rücken ein bisschen gerade und Schultern entspannen dabei. Komm, jetzt fahren wir ein bisschen schneller. Komm, Kai. Okay, jetzt gibst du es dir aber ein bisschen hier. Was fahren wir für ein Tempo? 34 km. Also schnell. Wann hast du mit dem Radfahren angefangen? Covid, das war mein Covid. Ja, vorher auch Hobby. Noch gar nicht. So richtig 1.1.2020. Mein Vater hat mit jedem der drei Kinder immer eine einzelne, also nur mit einem Kind, eine Radtour gemacht. Da bin ich als Dreijähriger irgendwie 20 Kilometer gefahren, mit Übernachten. Okay. Und als 16-Jähriger 2 Wochen im Urlaub nach Dänemark, in Sommerurlaub. Guck, das ist Newport Beach. Wow. Schon schön, ne? Ja, aber hier kann man es natürlich auch aushalten, ne? Und abendlich eine Stunde Radfahren gehen. Grüß dich, alles gut? Also gleich zwischen Resümee macht voll Bock. Oder? Ja, total. Ay, 365 all season. When the sun get low, take it easy. It's a cool, tight groove I've been needing. Let the summer wind blow for the evening. I run it up. Ja, jetzt weiß ich auch, warum das hier Orange County heißt. Ganz schön, ne? Wie war dein erster Berg? Ja, sehr gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Anstrengend. Ja, komm, anstrengend. Ja, wirklich viel Spaß gemacht. Ein guter Tag, oder? Es war ein sehr guter Tag. Also ich dachte immer, ich weiß schon fast alles. Weil ich dir natürlich regelmäßig folge auf Insta, deinen Podcast höre und so. Und dann denke ich immer, eigentlich weiß ich alles von vorn, aber ich habe doch ein paar neue Sachen mit davon. Oder? Ja. Das war ja auch ein bisschen das Ziel und das ist ja auch ein bisschen die Idee meiner Videos. Was war das Beste heute? Highlight of the day? Schulhof am Strand. Schulhof am Strand? Ja, sorry to say. Ne?
Ja, aber Schulhof am Strand war krass. Nein, es gab viele Highlights, aber das ist schon sehr besonders. Echt beeindruckend, ne? Ja. Das ist auch der Grund, warum ich hier wohne. Und das. Ja, aber denkst du, dass es irgendwann nochmal zurückgeht nach Deutschland? Ja, kann sein. Also jetzt bleiben wir noch ein Jahr hier. Wir denken immer so ein Jahr lang. Frage ist ja so ein bisschen so, wenn man sich einmal so sehr an dieses Leben gewöhnt hat. Ich glaube, ich könnte auch anders leben. Also ja, du bist ja vielleicht oft genug in Deutschland, ja. Aber für deine Frau, deine Kids. Schauen wir mal. Wer weiß. Also, jetzt im Moment genießen wir es. Kann ich verstehen. Kann ich sehr verstehen. So, wie sieht die Belohnung heute Abend aus? Austern. Ein Glas Wein. Ja? Ein Glas Sancerre mit schönen Austern. Bei euch im Hotel, das ist ein schönes Restaurant. Mhm. Gibt es auch was anderes als Austern? Da gibt es auch Fisch. Okay. Wahnsinn. Schön was. Vielen Dank für den schönen Tag. Mensch. Danke für deine Zeit. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Dass das endlich mal festgehalten wurde. Mein Walk zum Pool. Es ist ja gar nicht so einfach, dich hier in den USA anzutreffen. Ja. Bist ja schon auch viel unterwegs. Stimmt. Ja, und wenn ihr mehr davon erfahren wollt, was Paul alles so macht oder Paul vielleicht heute erst kennengelernt habt, kann ich euch nur sagen, folgt ihm auf Instagram. Ja, coole Posts, coole Stories, ja, da ist immer was los, da ist immer was geboten. Dann natürlich ganz wichtig, ne? AWFMR, ne? Podcast, jeden Dienstag eine neue Folge. So ist es. Und jeden Samstag Post von Paul, gibt es als geschriebenen Newsletter oder auch als Podcast-Newsletter. Ich lese es auch vor, muss ich noch machen jetzt. Ja klar, musst du nachher noch machen. Ne? Und es gibt auch einen YouTube-Kanal, aber den... Da koche ich nur. Hier und da. Manchmal. Ne? Ja genau, und Rip Kitchen. Ja. Ja. Solltet ihr euch auch mal anschauen. Also, in diesem Sinne, bis später. Schönen Abend. Und ihr wisst, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert fleißig, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Und wir müssen das Gewinnspiel. Ach so. Wie viele Kilometer sind wir gefahren? Na, wie viele Kilometer? Die Frage war ja... Ach so, wie viele Kilometer bin ich dieses Jahr gefahren? Im Jahr 2022 gefahren? Bis jetzt, müssen wir ja sagen. Und für die Antwort von dem... Kriegt man ein Jahr umsonst Paris, wenn man auf Instagram die Antwort richtig kommentiert? Jetzt parallel zum Video gibt es das Gewinnspiel. Ne? Genau. Also checkt Pauls oder mein Instagram aus, da findet ihr das Gewinnspiel dazu. Ich bin 6832 Kilometer gefahren. Okay, 6832. Das ist das, was ihr unter den jeweiligen Gewinnspielbeitrag kommentieren solltet. Dann seid ihr dabei in der Verlosung. Ein Jahr Paris, Klamotten, Flatrate, jedes Piece in jeder Farbe, so viel ihr wollt, aber immer nur ein Piece, eine Größe. Genau, nicht so viel ihr wollt. Ja, nicht eine so viel. Und eine. Ja, nein. Aber kann ja auch sein, dass man sagt, aber alle das eine nur in Rot oder in Gelb oder was auch immer. Alles. Es lohnt sich, seht ihr? Ne? Also, Ehrenpflaume abonnieren. Ist immer gut. Macht's gut. Julian, hast du gut gemacht. Sehr gut. Ja. Gutes Video geworden. Sehr cooles Team. Danke an die Ehrenkameramänner.